Schätzchen. Es ist ja so romantisch von dir, mich von der Schule nach Hause zu begleiten. Ist es nicht. Ich will bloß in dem neuen XT-7000 von deinem Dad sitzen, wie du es versprochen hast. Cool. Hi, Wendy. Hi, Wendys Freund. Sein Name ist Wayne. Ja, Wayne. Auto, Mädchen. Wirklich schade. Die Chauffeurstochter muss arbeiten, Wayne. Aber wir können in mein Zimmer gehen und so tun, als würden wir in dem XT-Dings da sitzen. Im Dunkeln. Gar nicht. Hab auch Schmerzen. Das käseüberbackene Steak ist exzellent, Zuckerschnäuzchen. Es ist schön, dass es wenigstens einem geschmeckt hat. Mom, ich bin Vegetarier. Und? Es war doch Käse drauf. Du bist ein Pingeltarier, wenn du mich fragst. Sag nur nicht, dass du auch Vegetarier wirst, Wayne. Ich habe keinen Hunger. Seine Stirn ist nicht warm. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Es schien ihm den ganzen Tag gut zu gehen, bis er von Wendy zurückkam. Warte mal, mein Zuckerschnäuzchen. Als ich in dich verliebt gewesen bin, hatte ich auch keinen Appetit und habe nur die Decke angestarrt. Wayne muss sich infolgedessen also in Wendy verliebt haben. Du solltest mit ihm reden, mein Guter. Von Mann zu Mann. Was, ich? Warum kannst du das nicht machen? Also, da ist ein Cowboy in die Stadt geritten und da sieht er die Tochter des Sheriffs. Und da könnte es sein, dass ihn ein Gefühl überkommt, das er vorher noch nie gespürt hat. Weißt du, was ich meine? Nein. Okay, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Mom und Dad haben gesagt, dass du in Wendy verknallt bist und unbedingt ihr Teddybär sein möchtest. Was? Ich bin weder in Wendy noch in sonst irgendjemanden verknallt. Vor allem nicht in Wendy. Ah! Was ist denn aus deinem tigermäßigen Appetit geworden, Wayne Pooh? Ich fühle mich nicht gut. Möchtest du wissen, warum Wayne nicht essen kann? Er hat sich verknallt. Begleitest du heute wieder jemanden von der Schule nach Hause, Wayne? Hast du Lust, noch zum Spielen vorbeizukommen? Nein! Wir könnten uns doch wieder Autos ansehen. Ja! Also, das ist die große Limousine und das ist die kleine Limousine. Und das ist gar keine Limousine, das ist der XT-7000. Er beschleunigt von 0 auf 100 in 5 Sekunden. Okay, Joanne, geht Daddys Motorrad oder sonst irgendwas polieren. Was? Ein Motorrad? Willst du es sehen? Komm mit, ich zeig's dir. Ach, vergiss doch diese schmierige Maschine. Wayne Cramp, du bist ja rot geworden. Gibt es da etwas, das du mich fragen willst? Und zwar unter vier Augen? Oh. Und was hast du gesehen? Wayne ist in ein Auto verliebt, oder? Nein, er ist in ein Mädchen verknallt, das wie ein Auto riecht. Sie heißt Joanne. Wahrscheinlich ist ihm das selber nicht klar. Ich wette, Wayne weiß nicht mal, was Liebe überhaupt ist. Wayne weiß nicht mal, was Mögen überhaupt ist. Genau hier. Wendy hat mir gesagt, dass sie gesehen hat, dass sich die Kleckse von diesem blauen Zeug in den Lack gefressen haben. Sieht fast so aus wie Politur, Sir. Sehen Sie? Nichts passiert. Na schön, das kommt mir nicht doch mal vor. Hey, hast du vielleicht Lust, mal zu testen, ob du etwas Besonderes bist, Wayne? Nein. Das ist ein Projekt für die Schule. Ich teste Leute, um zu sehen, ob sie ihren Puls kontrollieren können. Coole Leute können sowas, Wayne. Zum Beispiel Bankräuber und natürlich auch Autorennfahrer. Wirklich? Na klar. Sicher, aber wenn du es nicht ausprobieren willst. Okay, Weichei. Teste mich. Ich bin super cool und das weißt du auch. Na gut, fangen wir an. Thank you.
Was soll denn das jetzt sein, hä? Wendy Winkle. Und das? Joanne. Sieh dir seinen Puls an. Von seinen roten Wangen will ich gar nicht reden. Wow. Du bist verliebt in Joanne. Oh. Nein! Mach, dass das weggeht! Ich will wieder Hunger haben! Guck mich nicht so an! Wenn du vergessen hast, die Toilettenspülung zu betätigen, hättest du mich nur anzurufen brauchen, Wayne. Aber ist das nicht nur eine Ausrede gewesen, um mit mir allein zu sein und mir eine wichtige Frage zu stellen, die dir auf dem Herzen liegt? Du hast recht. Können wir in die Garage gehen und das Motorrad ansehen? In Ordnung! Okay, Wayne. Wir sind jetzt allein in der Garage. Vielleicht kannst du dich jetzt dazu aufraffen, mir diese wichtige Frage zu stellen? Okay, Wendy. Kannst du dir vorstellen, Joanne würde mit mir tanzen gehen, weil ich in sie verliebt bin? Ja, Wayne. Das ist cool. Ah! Okay, danke. Ich muss los. Bis dann. Wayne, das ist für dich. Es ist ein Mädchen. Automädchen? Wie sehe ich aus? Komm schon, Julian. Lass Wayne sein Privatgespräch führen. Hallo? Hallo? Du hast zwischendurch aufgelegt, Dummdödel. Hallo? Hi, Wayne. Ach, du schon wieder. Ich ruf an, um rauszukriegen, ob du Joanne wirklich liebst. Ja! Dann solltest du zur Garage kommen. Und zwar sofort. Und Joanne muss möglicherweise weg, weil mein Vater glaubt, dass ihr Vater seinen Job hier bei uns ausgesprochen schlampig macht. Das ist bescheuert. Und aus dem Grund musst du die Limousine hier demolieren, damit er sie reparieren und beweisen kann, wie gut er ist. Oh, gute Idee. Mach sie kaputt, Wayne, mach sie kaputt, Wayne. Hau richtig drauf, genau für Joanne. Und lass mich dir dabei helfen. Ich hab's eilig, Rollins. Mein 10-Uhr-Termin ist auf 9 verlegt worden. Und mein 10:30 Uhr-Termin Wir sollten uns vielleicht die kleinere Limousine nehmen, Sir. Ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass ich's eilig habe, Rollins. Jetzt fahren Sie endlich los! Aber, Daddy! Was hat das zu bedeuten, Rollins? Ich hatte versucht, es Ihnen zu sagen, Sir. Ihr Wagen ist mutwillig zerstört worden. Was ist das? Das ist aus dem Motor geflogen, Sir. Großer Gott, das ist ein Haarband. Und gehören tut es ganz bestimmt meiner Tochter Wendy. Ich bin in Wayne verliebt und darum habe ich das Auto kaputt gemacht. Aber er ist nicht in mich verliebt. Er liebt Joanne. Ich kann dich sehr gut verstehen, mein kleines Butterblümchen. Ich begreife nicht, warum er in sie verknallt ist. Sie ist doch so dreckig und hat immer so ölverschmierte Sachen an. Und wie kann es bloß sein, dass ich versuche, mich dieser Liebe in den Weg zu stellen? Daddy, kann ich ein bisschen Geld haben? So ist es genau richtig, mein Schätzchen. Glück ist etwas, das dir dann Daddy immer kaufen kann. Vielen Dank, dass du mir mit den Haaren und allem hilfst, Wendy. Aber du siehst echt toll aus, Joanne. Und du kannst bei einem Jungen kaum was falsch machen, wenn du so aussiehst. Ah! Wo ist Joanne? Hier, vor dir, du Schüssel. Du stinkst wie ein Parfümladen. Wendy hat mir geholfen, mich fürs Tanzen hübsch zu machen, Wayne. Nein, nicht rot. Normaler Puls, wie bei einem Bankräuber. Cool. Schluss mit der Liebe. Ich will Pizza. Oh nein. Kann es sein, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben? Das ist aber heute ein kurzer Tanzabend gewesen, Casanova. Ich schätze, ich werde mich nie verlieben. Mir geht es genauso.